Ludwigsburg in Weiß in der Innenstadthalle gegen das sieglose Team aus Heidelberg favorisiert. Und zu Beginn in Rückstand trotz dieser Punkte. Bei Heidelberg glänzt Aufbauspielerin Serena Benavente. Sie trifft an diesem Tag fast alles. Ja gut, wenn eine Spielerin 38 Punkte macht, das zeichnet sie natürlich schon aus. Das ist eine Top-Spielerin und wir haben es einfach nicht geschafft, die heute in den Griff zu kriegen. Trotz der starken Benavente gelingt es Heidelberg aber auch nicht, sich entscheidend abzusetzen. Und so kommen die Ludwigsburgerinnen mit zunehmender Spieldauer besser ins Spiel. Defizite gibt's aber in der Verteidigung und im Rückzugsverhalten. Ich denke, unsere Defensive war okay. Wir haben zwar nicht sehr gut verteidigt und zu wenige Rebounds geholt, aber meiner Meinung nach hatten wir im Angriff zu viele Ballverluste und Fehlwürfe. Und das hat uns in der Schlussphase besonders wehgetan. Das war auf jeden Fall eigentlich ein Pflichtsieg für uns und wir haben es einfach nicht geschafft, im richtigen Moment dann schlau zu spielen. In der Endphase der Partie trifft Johanna Stein hier aus der Bedrängnis. Ludwigsburg nun stärker, eigentlich zur richtigen Zeit in Fahrt. Steffi Eitel verwandelt hier einen Gegenstoß. Unentschieden, Gleichstand und Ballbesitz Ludwigsburg. Mirna Turcinovic mit der Chance vor der Sirene, aber der Ball geht nicht rein. Die Riesenchance zum Sieg vertan, Verlängerung. Ist schwer zu sagen, warum wir es nicht geschafft haben. Ich denke, die waren am Schluss einfach ein bisschen cleverer als wir. Wir waren dann zwar zeitweise wieder dran, aber ich denke, am Ende hat uns vor allem auch Nummer 20, die sehr schnell und sehr gut gespielt hat, auch die letzten Punkte gekostet. Wir haben es dann einfach nicht mehr geschafft, unsere Chancen zu nutzen und den Ball unter den Korb zu bringen und die leichten Punkte dann zu machen. Auch in der Verlängerung lassen die BSG-Damen zu viele Chancen aus. Die Spielerinnen geben in der 5-minütigen Verlängerung alles. Und trotz des Dreiers hier von Kirsten Veit und einem 78-84 Rückstand, der Sieg wäre drin gewesen. Meine Mädels hat 110% gegeben, ein bisschen Pech gehabt. Und was sage ich, ja, Heidelberg hat dieses Spiel gewonnen, weil die hätten mehr getan, als was wir haben. Es liegt so ein bisschen an allem. Wir müssen besser werden in der Offensive und in der Defensive. Wir sind auch noch nicht so eingespielt und wir brauchen einfach mehr Erfahrung. We need more experience. Am Ende geht die Partie verloren, knapp, sehr knapp. Eine bittere Erfahrung. Wenn man das natürlich so sieht, wünscht man sich natürlich auch für uns, dass wir auch mal so erfolgreich spielen. Und natürlich wären wir auch gern eins der Top-Teams in der Liga. Und wir kämpfen weiter darum, dass wir ins Mittelfeld oder auch nach oben kommen. Heidelberg jubelt, der erste Sieg. Ludwigsburg traurig, verliert 81-87, ist jetzt auf Platz 10. Kämpft damit weiter um den Klassenerhalt. Eine bittere Erfahrung, aber aus Niederlagen lernt man bekanntlich am meisten.